über 1000 Videos und allesamt 100% ehrlich und brutal offen. Mal in der Kälte, mal wie heute in der glänzenden Sonne. Wir messen ja 52 Grad im Schatten in der Wohnung und ich begrüße Euch. Guten Morgen! Ja, es ist Zeit für ein Resümee. Auch insbesondere weil gerade das letzte Video zur Sexualität wieder hohe Wellen geschlagen hat. Ihr wisst, ich bin der Meinung, dass man nur wirklich dann von anderen Menschen lernen kann, wenn man auch den Eindruck hat, dass dieser Mensch absolut offen und echt ist. Daher auch mein Anspruch an genau diese Kriterien, da ich mir persönlich die Aufgabe gestellt habe, den Menschen zu helfen, ihr Leben zu verbessern. Video zum Thema Offenheit und Ehrlichkeit als Grundsatz gibt's oben in den Infokarten. So, und wie sieht es denn nun aus nach über 1000 Videos aus meiner persönlichen Geschichte? Als erstes, ich habe den Eindruck, dass ich Menschen helfe und dass ich Menschen inspiriere. Dass diese Offenheit und Ehrlichkeit aufgenommen wird und man Dinge wirklich auch ernsthaft hinterfragt. Das erkenne ich an den vielen Kommentaren, die sich mit der entsprechend im Video vorgestellten Thematik auseinandersetzen und wo man dann in den Kommentaren so spürt, wie derjenige eigentlich anderer Meinung ist, aber ausgehend meiner Erfahrung offen und ehrlich, ne, sich selber offen und ehrlich bewusst über diese Thematik macht und egal wie derjenige sich dann entscheidet, also welche Synthese er quasi gebildet hat aus den beiden Thesen, er hat dies bewusst gemacht und hat eine gewisse Sicherheit, eine gesunde Lebensbasis in seinem Leben bezüglich dieses Themas gefunden und lebt demzufolge besser. Ob das mit reinen Theorievideos auch so einen starken Effekt gehabt hätte, wie mit meiner wirklich durchaus offenen Herangehensweise, das bezweifle ich. Auf der anderen Seite sind gerade bei kontroversen Themen oder Themen wie eben Sexualität, die gesellschaftlich stigmatisiert sind oder sagen wir es vorsichtiger ausgedrückt, die immer mit Samthandschuhen angefasst werden, auch Geld gehört dazu, ja, nicht wenige Menschen dabei, die in solchen Situationen die Ehrlichkeit und auch die Offenheit eher als Bedrohung und als Eingriff in ihre persönliche Komfortzone sehen. Da wünschen sich die Menschen, ja, und das erkennt man auch in den Kommentaren, dass ich etwas weniger offen wäre. Und man muss doch nicht alles sagen. Aber genau, andere interessiert genau dieses Thema, eben weil es immer nicht angesprochen wird. Ich habe erfahren, Ehrlichkeit und Offenheit schmerzt nicht nur mich manchmal, wenn ich irgendwelche Peinlichkeiten, Abnormalitäten oder fehlgeschlagenen Experimente mitteile, sondern eben auch, es schmerzt wirklich die Menschen. Und auch die Menschen, die mich umgeben, auch die Menschen, die mich auf YouTube verfolgen. Es schmerzt die Menschheit, ehrlich zu sein, schmerzt. Ne? Das bedeutet, ich bringe Leid in die Welt. Und das ist nicht mein Ziel. Aber haben wir es hier mit echtem Leid zu tun oder eher mit dem Leid der zweiten Ebene? Wer das Video noch nicht gesehen hat, extrem empfehlenswert, weil so viele darunter leiden, oben in den Infokarten. Hier ist ganz eindeutig die zweite Ebene des Leids am Werk. Stolz, Ego, Komfortzone. Und solche Sachen kommen dadurch auch ans Tageslicht. Und wenn man da bewusst darüber reflektiert, warum stört einen ein Thema, warum stört uns das, dass jemand ehrlich ist, da hat man große Chancen, sehr viel über sich selber zu erfahren. Dinge, wie sie sind, sollten immer das Recht haben zu sein, wie sie sind und auch mitgeteilt und als Information übertragen werden. Ja, ich kann es verstehen, wenn man schlechte Nachrichten nicht gerne hört, wenn man Dinge erfährt, die man lieber nicht erfahren würde, weil die Probleme beherbergen, die man selber mit diesem Thema hat. Viele Fleischesser sind ein Paradebeispiel dafür. Wenn diese wirklich die Informationen an sich heranlassen würden, dann könnten sehr, sehr viele wohl kein Fleisch mehr essen. Die einzigen Argumente, die es gibt für Fleischessen, findet ihr oben in den Infokarten. Und genau die, die am lautesten schreien, scheiß vegane Kanäle, das sind die, wenn sie sich informiert haben, die ersten, die Veganer werden. Weil diese Reaktion oft ein Protektionismus ist, um in seiner Komfortzone zu verweilen, sich festklammern. Menschen wollen oft nicht die Wahrheit hören. Das ist ein Fakt. Aber dadurch breche ich gerne die Fronten, weil ich intuitiv spüre, diese ganze gesellschaftliche Verkrustung an, das sagt man nicht, das macht man nicht oder das gehört sich nicht. Was sollen denn deine Kinder, Freunde und Eltern davon halten? Weil ich das verachte, dass dieses Verweilen
in einer Scheinwelt, die quasi voller Lügen aufgebaut ist, von auferlegten Konditionierungen und natürlichen oder beziehungsweise anderem Ausdruck, unnatürlichen Reglementierungen, dass dieses das Grundproblem unserer Gesellschaft ist, das spüre ich mit jeder Faser meines Körpers. Und deswegen bin ich so brutal offen und ehrlich mit euch. Und auch wenn es schmerzt und euch Leid der zweiten Ebene verursacht. Fühlt einmal ohne das Denken, ohne eure erlernten Glaubenssätze in euch rein, wenn ihr folgenden Satz hört: Das, was real und das, was echt ist, das darf auch öffentlich genannt werden. Wie fühlt sich das an, bevor ihr denkt und dann eventuell sowas sagt, ja, aber das ist ja noch, da gibt es noch die und die Situation, wo man durchaus überlegen muss, ob man da offen wirklich ist und so weiter. Ne? Da ist aber bereits das Denken mit am Werk und das ist konditioniert. Was sagt euer Gefühl aus, bevor ihr denkt, wenn ihr diesen Satz hört? Dass die Wahrheit das Recht hat, genannt zu werden. Bei mir ist da kein Fragezeichen. Ne? Die Wahrheit muss genannt werden und entsprechend poste ich weiter offen und ehrlich alles, was in meinem Leben abgeht, wo ich den Eindruck habe, irgendjemand könnte davon lernen oder sich bewusst machen. Jede gesellschaftskritische Beobachtung, jede relevante sexuelle Erfahrung oder eben auch meine finanzielle Situation, alles wovon ich ausgehe, dass es irgendwo da draußen jemand gibt, der mit dieser Ehrlichkeit irgendetwas anfangen kann und sich etwas für sein Leben daraus ziehen kann. Und vor allem mit dem Wissen, dass mein YouTube-Kanal auch noch freiwillig geschaut werden kann. Ich bin zwar schon in Verhandlungen mit der GEZ, dass jeder Bürger pro Tag eine Stunde War Spirit schauen muss, aber zurzeit kann man noch freiwillig entscheiden, ob man sich das tägliche Video von mir reinzieht. Aber da gibt es eben Menschen, die leiden gerne und sehen ein Thema, wo sie genau wissen, wenn das der Christian thematisiert, dann kann ich mich schon wieder so richtig aufregen und ja, wirklich so mal wieder ein auf entrüstet machen. Skandal. Das ist die Menschheit. Und das inkludiere ich natürlich. Und natürlich finde ich es nicht positiv, dass die Menschen ablehnend auf diese Offenheit reagieren. Aber ich will was ändern. Und Veränderung ist nie leicht. Gerade wenn ich wirklich den Anspruch habe, die Menschen in ihren Grundfesten zu erneuern. Und das bedeutet eben gegen Jahrhunderte alte Glaubenssätze anzukämpfen. Und natürlich bedeutet das einen Schwall an negativem Feedback. Aber wenn das nicht wäre, ja, dann hätte ich auch überhaupt kein Potenzial, die Welt zu verändern. Wenn ich der Gesellschaft nach dem Mund rede und einfach hier ein paar tolle Informationsvideos raushaue, was sich viele wünschen. Wenn ich sage, über Geld redet man nicht, ihr habt recht, Sexualität, das ist Privatsache, ihr habt recht, so, ne? Es gibt Dinge, die sagt man nicht, obwohl sie wahr sind, obwohl sie real sind, obwohl Leute darüber informiert werden wollen. Da wäre ich in meinen Augen einfach nur ein Kasper der Gesellschaft, da dieses perfide System an Opferdenken, Selbstbemitleidung und Anhängen an der eigenen Komfortzone unterstützt. Das wird nicht passieren. Ich bin Christian. Ich sterbe für mein Ideal. Mein Ideal ist die allumfassende Liebe. Und wer wirklich liebt, der ist auch zu 100% offen und ehrlich. Das gilt für eine Beziehung genauso wie den Umgang mit anderen Menschen. Ja, es schmerzt. Aber das ist gut so. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich die richtigen Hebel bediene und den wunden Punkt der Menschen treffe, um diesen übelriechenden Schleim aus verwesten Glaubenssätzen und vor sich hin modernden Überzeugungen alter Generationen rauspule und mit der Kraft der Sonne, des Lichts der Liebe einfach wegbrenne. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Kanal zu meiden wie die Pest. Aber wer sich hier meinen Videos stellt, da kommt gerade in den persönlichen Erfahrungen die ungefilterte Wahrheit eines Menschen. Und das war so und das wird genau so bleiben. Ich wünsche Euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.